Willkommen zu Petzocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und heute soll es mal um mein Gaming-Setup gehen. Ich werde heute mein Gaming-Setup neu gestalten, also quasi komplett neu aufbauen, ein bisschen optimieren, denn so wie es jetzt aktuell aussieht, ist es echt eine Katastrophe. Es hat sich halt mit der Zeit immer mehr Sachen angesammelt und das ist nicht mehr schön. Ihr werdet gleich wissen, wovon ich rede, denn ich werde es euch gleich zeigen. Ich habe euch mein Setup ja noch nie gezeigt. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen auf Insta, wenn ich mal gepostet habe oder so. Aber so richtig gezeigt, was ich so benutze, was ich habe, habe ich noch nie gemacht. Und darum geht es auch heute nicht. Wie gesagt, ich werde heute mein Setup komplett neu aufbauen. Ihr werdet natürlich dann auch sehen, was ich halt alles benutze, was ich habe, werde ich euch auch alles zeigen. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, falls der eine oder andere sich dafür interessiert. Ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann geht's los. So, ich habe gerade gefrühstückt und jetzt werde ich mal langsam anfangen, den Raum leer zu machen, damit wir da noch anfangen können. Und wir sehen uns gleich wieder. Ihr seht schon, Chaos. Einfach nur Chaos. Das blanke Chaos. Ihr seht schon, hier liegt sogar einfach ein Kabel auf dem Boden rum. Ich mache mal Licht an, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So. Das war im Prinzip ist das einfach nur ein Stromkabel, was ich gebraucht habe für VR. Also quasi, dass ich mich beleuchten kann, wenn ich hier in dieser Ecke stehe. Hier seht ihr die ganzen Kartons, wo die ganzen neuen Sachen drin sind. Aber das Problem ist, meine Steckdose ist auf der Seite der Türe. Und die Lampe geht aber hier lang. Also quasi, wenn ihr es sehen könnt, hier oben hängt die Lampe. Hier geht das Kabel runter. Und sollte eigentlich dann hinterm Schreibtisch lang gehen in eine Steckdose. Weil, wie gesagt, auf der Seite leider keine ist. Und hier auf der Seite sieht es halt scheiße aus. Deswegen muss ich das auf jeden Fall anders lösen. Hier seht ihr mein Setup, also meine drei Monitore, mein PC. Ich kann euch das mal eben erklären, muss eben kurz aufpassen. Ich habe hier unten meinen Greenscreen liegen. Und zwar seht ihr hier diese ganzen Schaumstoffmatten, die ich hier an die Wand gemacht habe. Die werden alle wegkommen, die werde ich abmachen. Dafür werde ich diese Wand hier jetzt komplett, also quasi die Wand hier, komplett mit Schaumstoffmatten machen. Auch die Tür werde ich mit Schaumstoffmatten zumachen. Also da werde ich dann diese Matten für nehmen, die jetzt hier hängen, die kommen dann halt auf die Seite. Und an der Wand werde ich halt gucken, was ich da mache. Vielleicht irgendwas beleuchten und dann die Bilder von meinen Kindern, wenn die mir was malen oder so hinhängen oder so, mal gucken. Hier auf der Ecke weiß ich auch noch nicht, was ich hier mache. Da werde ich auch irgendwas hinhängen. Ja, der Schreibtisch an sich soll so stehen bleiben. Aber ich will halt, dass wir den Monitoren so ein bisschen anders machen, weil die hängen jetzt aktuell an der Wand. Und ja, gefällt mir nicht mehr. Ich werde die mit einer Tischhalterung festmachen. Und auch seht ihr hier meine Tastatur und meine Maus. Das ist jetzt natürlich kein mega Highlight. Ich hatte vorher eine Black Widow und Firefly Mauspad habe ich jetzt mittlerweile schon verkauft, weil ich wollte was anderes haben. Und ja, ansonsten seht ihr Sachen hier, solche vom Stream steht mein Glas noch hier, von meiner GoPro stehen die Akkus noch hier und ja, alle möglichen Krempel, der noch hier rumsteht, hinten liegt noch meine Switch und keine Ahnung, hier liegt noch irgendwas rum, da steht meine Legria. Also ihr seht, ich muss ja auf jeden Fall einiges machen und deswegen werden wir jetzt anfangen, auf jeden Fall das Zimmer leer zu machen. Und ich versuche mich immer noch weiter davor zu drücken, weil es einfach so viel Arbeit ist, aber irgendwann muss ich es ja machen, also let's go. Okay, ich habe meinen Schreibtisch jetzt erstmal soweit leer geräumt. Also das heißt soweit leer geräumt, ich habe erstmal die ganzen Sachen, die hier rumgelegen haben, alle weggeräumt. Und jetzt werde ich dann anfangen, die Geräte abzubauen. Davor graut es mir eigentlich am meisten. Aber was muss, das muss, Leute. Los geht's.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen weitergemacht, habe wieder ein paar Sachen abgebaut. Wie ihr seht, der Schreibtisch wird leerer, wird langsam. Und ja, hier ist ein Loch drin. Das habe ich damals gemacht für die PlayStation, damit ich die Kabel da durchstecken kann, damit es halt sauberer aussieht auf dem Tisch. Hier ist es auch voll dreckig gerade, noch muss ich das sauber machen. Ich werde jetzt weitermachen. Jetzt kommt der PC, den PC muss ich jetzt abbauen. Und dann können wir langsam anfangen, die Monitore abzuschrauben. Oder vielleicht was so vorher, mal gucken. Ich glaube, ich mache erst den PC und dann die Monitore. So sieht es aus aktuell. Kabelmanagement ist bei mir auch aktuell überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich hatte es damals mal ganz gut gelöst, aber wie gesagt, im Laufe der Zeit kamen immer mehr Sachen dazu. Mal Veränderungen hin und her. Und jetzt sieht es wirklich katastrophal aus. Ich zeige es euch jetzt. Oh mein Gott, okay. So ist mein Kabelmanagement aktuell. Unglaublich, was da alles rumliegt und rumhängt. Das ist echt schrecklich. Und das soll auf jeden Fall nachher besser werden. Und damit das Ganze auch funktioniert, muss ich weitermachen, sonst habe ich keine Zeit mehr dafür. Also Leute, weiter geht's. Ja Leute, es wird langsam aber sicher leerer, aber auch nur langsam aber sicher, denn wie ihr seht, habe ich immer noch einige Kabel hier hängen. Ja Leute, boah, das ist schon heftig, was man alles so an Kabeln und so ansammelt. Ich bin jetzt erstmal so weit durch, würde ich sagen. Ich meine, ihr seht, es sind immer noch Kabel, ne? Es ist auch mega dreckig hier, überall alles voller Staub, das muss ich jetzt erstmal wegmachen. Ich habe nur die nötigsten Kabel dran gelassen, das heißt Strom für den Router, damit Internet noch da ist. Ansonsten habe ich alles abgeklemmt. Ich muss jetzt noch die Monitore abschrauben, die Kabel noch wegmachen und dann werde ich anfangen, den Schreibtisch mal sauber zu putzen, einmal den Staub wegzumachen und dann auch hier unten den Boden einmal sauber machen. Und wie ihr seht, habe ich hier noch den ganzen Krempel liegen, also Telefon, Stream Deck, Kamera, meine Anlage. Ja, das muss alles jetzt noch weg. Ja, ich hoffe, dass das Video noch nicht so lang ist jetzt, dass ich das noch alles in einen Part reinkriege. Denn, ich werde definitiv mehr als ein Video brauchen, denke ich. Aber, ja, wir werden auf jeden Fall noch die Monitore abschrauben. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar noch, die ersten Pakete auszupacken. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Monitore. Let's go! Thank you.
Leute, ich habe es geschafft. Die Monitore sind ab. Die Wandhalterungen hängen zwar noch, aber die kommen jetzt auch weg. Ich würde sagen, wir packen jetzt die Tischhalterung noch aus in diesem Video und dann werde ich den Part hier, glaube ich, beenden, weil ich glaube, der wird schon sehr lang. So, Leute. Hauptsache Tür zu. Ja, Leute, es geht jetzt los. Wir packen die Tischhalterung aus und dann schauen wir mal rein, wie das ganze Ding aussieht. So, es ist halt eine Tischhalterung für drei Monitore. Hier seht ihr schon, wie das Ganze aussehen soll irgendwann mal. Ich glaube, man kann es sehen, wegen dem Licht. So soll das mal aussehen. Und ja. Ja, Leute, das ganze Ding ist ausgepackt. Und so sieht es aus. Also hier kommen zwei Monitore dran. Dann der dritte Monitor in die Mitte. Wahrscheinlich, die werden dann ausgeklappt, links und rechts. Der andere kommt dann in die Mitte dran. Hier ist die Halterung für den Tisch. Schrauben, Kabelklemmen. Was das hier jetzt ist, weiß ich noch ehrlich gesagt nicht. Da muss ich gleich mal schauen. Das ist wahrscheinlich auch was für den Tisch. Ja, Leute, das war der erste Part. Ich denke mal, der ist auch lang genug geworden. Von daher mache ich an dieser Stelle jetzt Schluss. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Über ein kostenloses Abo würde ich mich sowieso freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nicht verpasst, wenn es weitergeht. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann folgt auf jeden Fall bei Instagram. Da poste ich immer die neuesten Updates. Ich bin an dieser Stelle raus, Leute, und ciao.